Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute haben wir wieder einen Einsteiger-Guide für euch und zwar geht es diesmal ganz klar um die Waffen. Es wurde auch schon sehr von euch gefordert und gewünscht. Dazu machen wir jetzt den ersten Einsteiger-Guide und da habe ich mir meine touchkräftigste Unterstützung überhaupt zugesichert, nämlich den Wiesen, unseren Waffenexperten. Es geht nämlich nicht um FPS-Waffen, ne? Es geht tatsächlich um Schiffswaffen. Bei dieser Einführung fangen wir wirklich erstmal an, die ganzen Unterschiede uns anzuschauen. Das heißt, was für Waffentypen gibt es? Wie funktionieren die? Wie sind die Eigenschaften? Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne Waffe ein, sondern vergleichen die Kategorien des Ganzen. Dazu wird es nämlich später noch genauere Tutorials geben, wo wir dann uns wirklich genaue Kategorien einzeln anschauen und die wirklich im Spiel dann auch vergleichen. Und außerdem werden wir auch jetzt keine Raketen behandeln. Das ist nämlich auch nochmal ein extra Thema. Genau, auch das nicht. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier Star Citizen tatsächlich die Komplexität des gesamten Waffensystems abbildet. Da spielt die Größe der Waffe eine Rolle, da spielt die Funktionsweise der Waffe eine Rolle, die Aufhängung spielt eine Rolle, ja, ob beweglich oder fest. Und deshalb legen wir jetzt sofort los im Schweinsgalopp und bringen euch mal die Waffentypen näher. Genau, da gibt es nämlich erstmal zwei völlig unterschiedliche Kategorien, nämlich ballistische Waffen und Laserwaffen. Und ich fange jetzt mal mit den ballistischen Waffen an. Und zwar gibt es dort die Kategorie Ballistic Cannon, also ballistische Kanone. Das bedeutet, da sind sehr, sehr prominente Beispiele, zum die Tarantula, ich glaube GT-870 habe ich mal eben abgelesen und die 11 Series Broadsword. Das heißt, geringe Kadenz, hoher Schaden, um es jetzt auf eins runterzubrechen. Gehen wir nochmal spezieller drauf ein. Dazu im Gegensatz gibt es dann die ballistischen Repeater, das heißt, die haben eine hohe Kadenz und dafür einen geringeren Waffenschaden. Da ist zum Beispiel die Sawbuck zu nennen, also das heißt, es ist auch keine Gatling, sondern es sind drei verschiedene Rohre, die einzeln feuern und eben eine andere Kadenz haben als die Cannons. Und dann, habe ich schon eben angedeutet, gibt es noch die Gatlings. Das sind dann eben eine Besonderheit in den ballistischen Waffen. Da kennt man jetzt zum Beispiel die Mantis, sehr beliebt, oder auch die neue Apocalypse Arms Gatling von der Vanguard. Also die sind dann auch nochmal extra mit den rotierenden Rohren. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Sonderkategorie dazu, und zwar sind das die Mass Driver. Das sind eigentlich Cannons, haben aber nochmal eine eigene Unterkategorie gekriegt, weil das eben Massebeschleuniger sind, das heißt, die beschleunigen Bolzen auf eine gewisse Geschwindigkeit über so eine Magnetspulen und dann schlagen die halt heftig ein. Ist nochmal eine Sonderkategorie, gehört aber eigentlich auch zu den Cannons. Und jetzt kommt Wiesen zu den Laserwaffen. Jetzt komme ich zu den Laserwaffen. Ja, ähnlich wie bei ballistischen gibt es auch hier die unterschiedlichen Funktionsweisen. Ja, ich steige jetzt sofort ein. Es gibt die Laserkanone. Sehr klassisch, die hat eine gewisse Feuergeschwindigkeit, aber sehr starke Bolzen, Laserbolzen, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, Laserprojektile. Naja, schwer zu sagen, da ist natürlich der Omnisky 3 und 6 Laser ein gutes Beispiel einer hohen Durchschlagskraft oder die ganze Behring-Laser-Reihe. Die Behring-Laser-Kanonen-Reihe ist auch sehr bekannt, die kennt man von der Conny, die kennt man von der Super Hornet. Ist eine gebündelte oder ist eine Waffe, die eine relativ große Durchschlagskraft hat, eine moderate Feuerrate. Und dann gibt es natürlich auch die Laser Repeater, wie bei den ballistischen. Die haben eine hohe Feuergeschwindigkeit, aber nicht so eine Kraft dahinter. Da ist natürlich jetzt die Bulldog und die Badger zu nennen. Auch die kennen wir von den Jägern alle sehr, sehr gut oder von Türmen, von Verteidigungstürmen. Und dann kommt natürlich dazu noch eine besondere Kategorie. Die ist nämlich neu. Da ist die Sucker Punch Distortion Cannon. Ja, ist eigentlich auch eine Laserkanone, aber die macht tatsächlich nur EM-Schaden und hat da eine Sonderrolle gegenüber den Kanonen, den Laserkanonen. Genau, da geht es dann nicht so sehr auf die Hülle sozusagen, sondern mehr auf Schilde und Systemteile. Genau, ne? Schilde und Systemteile können jetzt schon damit gestört werden oder ausgeschaltet werden, ist aber gerade in der Entwicklung die ganze EM-Waffenschiene und da werden wir jetzt in Zukunft mehr zu erfahren. Jetzt denkt ihr, das war's schon mit den Primärwaffen, mit den konventionellen Waffen, die wir einsetzen können? Nein, da gibt es nämlich jetzt noch einen Rocket Pod mit, das sind Dampffeuerraketen, ja, ungezielte Raketen, die wie konventionelle Projektile abgefeuert werden, beschleunigen auf ein Ziel und dann per Aufschlag zünden. Das ist jetzt bei der Mustang Delta ein klassisches Setup. Zwei Rocket Pods darunter mit begrenzter Munition, die man abfeuert wie normale Munition. Diese Rocket Pods lassen sich auch wie normale Waffen abfeuern im Sinne der Tastenbelegung und auch im Sinne der Waffengruppe, wo sie zugewiesen sind. Also keine Aufschalten, keine Zielerfassung wie bei Raketen.
Genau, und sie lassen sich austauschen, ne? Das muss man auch dazu sagen, auch bei Raketen, die lassen sich auch austauschen. Wie gesagt, ist eine andere Nummer nochmal, aber die könnte man eher in die Richtung der wirklichen Bordbewaffnung im Sinne von Geschützen einordnen, diese Dampfer. Darum haben wir sie hier an der Stelle jetzt auch noch erwähnt. Ja, und dann kommen wir auch direkt zu den Eigenschaften der jeweiligen Waffentypen, ne? Wir haben so ein paar Faustregeln aufgestellt. Ja, ich kann mir jetzt sagen, okay, ich nehme entweder jetzt Energie oder ballistische Repeater oder Gatlings, ja, und gerade die abfeuern, die haben dann eine sehr hohe Feuergeschwindigkeit, aber sie haben halt pro Projektil eine geringe Durchschlagsleistung im Verhältnis zu Kanonen oder anderen schwereren Waffen. Das ist eine Faustregel, die sehr wichtig ist. Hohe Kadenz spricht meistens für geringere Schadensleistung beim Auftreffen eines Projektils. Bei der Masse von Projektilen verhält es sich natürlich anders. Wenn ich sehr, sehr viele Projektile in einer kurzen Zeit auf ein Ziel gerichtet zum Einschlagen bringe, erreiche ich damit natürlich eine hohe Durchschlagsleistung, wenn ich sehr gut bin im Zielen. Richtig. Im Gegensatz dazu eben die Kanonen mit einer geringeren, moderaten bis sehr geringen Kadenz. Also es gibt auch Waffen, die haben eine sehr, sehr geringe. Ich glaube momentan die Neutron Guns sind, glaube ich, die mit der geringsten Kadenz. Und dafür aber eben eine entsprechend moderate bzw. auch hohe Schadenswirkung. Also dementsprechend, wenn ihr dann ein Projektil ins Ziel bringt, müsst ihr genauer zielen vorher und müsst euch überlegen, wann ihr feuert. Dann ist es eben auch wirklich durchschlagend und hat einen entsprechenden Effekt. Ja, und da ist es dann ganz wichtig, in diesen beiden Typen, Repeater und Cannon, auch nochmal die Vor- und Nachteile dazu aufzuzählen. Denn beginnen wir mal mit den ballistischen, da haben wir auf jeden Fall den einen Nachteil, dass ihr auf die Munition achten müsst. Und das kann bei einer Gatling Gun kann das sehr, sehr schnell gehen, dass das Zeug rausrattert und man stellt fest, verdammt, schon leer. Ich merke das jetzt zum ersten Mal im Mini-PU, dass ich dann häufig so einen Pendelverkehr, wenn ich jetzt in eine Gefechtssituation gerate, dass ich so einen Pendelverkehr einrichten muss zur Reparaturstelle, wo ich aufgetankt werde und dann wieder losfliege. Ja? Das wird sich im PU später deutlich bemerkbar machen und da muss man dann den richtigen Kompromiss finden. Genau, aber auch Energiewaffen kommen nicht ohne Kosten. Da geht es dann nämlich um den Energieverbrauch. Übrigens, kleine Anmerkung, will Wiesen bestimmt gerade einwerfen, denn auch ballistische Waffen haben einen Energieverbrauch. Gerade die Mass Driver haben zum Beispiel einen relativ hohen Energieverbrauch. Bei den Energiewaffen ist es vor allem der wichtige Punkt. Diese Railguns, ja, die Mass Driver, über die Sawyer gerade spricht, das ist zurzeit so, dass die tatsächlich in der Forschung sind, auf der realen Welt, bei uns, ja, die werden heute schon getestet. Zurzeit ist der Energiebedarf so, so gigantisch, dass man Probleme hat, das überhaupt auf dem Schiff einzubauen. Mhm, richtig, so ist es. Und dementsprechend, so wirkt es sich auch bei Star Citizen aus. Also, das heißt, Munition auf der einen Seite, Energieverbrauch auf der anderen Seite sind Dinge, die man auf jeden Fall miteinander abwägen muss, die da ganz wichtig sind. Und von dort aus gehen wir dann ins nächste. Geschossgeschwindigkeit. Genau. Das ist nämlich ein super wichtiges, spannendes Thema. Wenn ich jetzt verschiedene Waffenkategorien, ja, wenn ich jetzt verschiedene Waffentypen, wie ballistischer Repeater, mische ich jetzt mit einer Laserkanone. Oder ich mische das halt eine ballistische Kanone mit einem Laserrepeater, dann wird das so sein, dass die Geschossgeschwindigkeiten, ob es nur ein Laserstrahl ist oder ein abgefeuertes Projektil, sich sehr, sehr stark unterscheiden können. Die Regel ist natürlich, ein ballistisches Projektil ist wesentlich langsamer als jetzt ein Laserstrahl oder Laserbolzen, Lichtbolzen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll korrekt, aber da klaffen die Geschwindigkeiten der Projektile oder Munition sehr, sehr weit auseinander, was sich ganz deutlich für den Piloten auswirkt, weil dann die Trefferzonen dieser beiden unterschiedlichen Waffen sehr, sehr weit auseinanderrutschen. Genau. Jeder, der eine Gladius geflogen ist schon mal oder ein Avenger, kennt dieses Avenger nicht mehr inzwischen. Doch, immer noch. Das Problem gibt es immer noch bei der Avenger. Der kennt das Problem, dass diese Aufschlagspunkte der beiden Waffen sehr, sehr stark auseinanderrutschen. Genau, und damit kommen wir jetzt eigentlich zu deinem Lieblingsthema, insbesondere bei uns in der Academy-Ausbildung immer gut gelehrt. Und das sind die sogenannten Predicted Impact Points, die PIPs. Ja, und da gibt es eben sehr, sehr große Unterschiede innerhalb der Waffen, ne? Da ist es wirklich, das ist sehr, sehr groß, ja, also wir müssen uns jetzt vorstellen, bei einem Bulldog oder einer Behring-Laserkanone ist es so, dass wir die Pips wirklich nah am Ziel haben. Bei einer Tarantula oder einer Sawbuck sind die sehr weit vom Ziel entfernt. Wir merken also, dieser Effekt wirkt sich sehr, sehr stark aus. Ihr könnt das auch im Spiel direkt erkennen, indem ihr auf die Pips achtet, die haben eine gewisse Form. Ein quadratischer Pip ist ein Laser-Repeater, ein kreisrunder Pip ist eine Laserkanone. Dann haben wir die Raute, das ist ein ballistischer Repeater. Und wir haben das Dreieck, das ist eine ballistische Kanone.
Wenn ihr sehr, sehr geschickt seid, gut steuert, die Bewegung des Feindes gut mitmacht, dann und es schafft tatsächlich bei einem gemischten Setup die Waffen übereinander zu bringen, dann verschmelzen die zu einem Zielkreis und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die gesamte Geschossgabe bei einem gemischten Setup auch ins Ziel bringt. Ist jetzt für Anfänger tatsächlich ein relativ schwieriger Move, ja, die Waffen effektiv einzusetzen mit einem gemischten Setup. Da wäre jetzt mein Tipp, einfach mal ein Setup auszuprobieren, wo man nur auf ballistische oder nur auf Energiewaffen setzt oder wo man guckt, welche Waffen, also man muss es ausprobieren, was einem am besten liegt. Mhm. Dazu kommt noch, dass man sich auch überlegen sollte oder dass man selber trainieren muss, sind schnellfeuernde Waffen für mich das Richtige oder sind es langsamfeuernde? Will ich dauerhaft Schaden machen mit schnellen Waffen, mit schnellfeuernden Waffen oder will ich halt heftigen Schaden machen mit sehr langsamen Waffen, wo ich dann schwieriges Ziel habe, weil die Pips nach unten rutschen. Ihr seht also, das ist eine große, große Wissenschaft, wo man sehr, 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 sehr viel testen muss. Genau, ihr müsst da insbesondere euren eigenen Stil für finden, müsst auch entsprechend mit den Waffen rumspielen und sie verschieden austesten. Wie ihr das genau macht, erklären wir euch auch nochmal später in dem Video. Und vor allem, guckt dann mal in die Tutorial-Folgen rein, da werden wir ein paar Sachen ausprobieren und so ein paar Tipps und Hinweise geben, was zum Beispiel Weezen gerne einsetzt, was ich gerne einsetze, jeder auf unterschiedlichen Schiffen dann. Dafür machen wir dann unsere Tutorials, ja? Aber ansonsten viel testen und viel ausprobieren, ne? Definitiv. Wir kommen jetzt von den spannenden Pips weg und kommen zu den Hardpoints. Ganz wichtig, wir haben einmal die Waffenfunktionsweisen erklärt. Jetzt ist die Frage, wo hängt die Waffe dran? Hier ist es entscheidend, sich die Hardpoints anzuschauen. Das sind die Verankerungspunkte an den Schiffen, wo man die Waffen ranbauen kann. Die Waffen unterscheiden sich in ihren Größen. Es gibt dann Waffen, die Size 3 haben im Jägerbereich, wo man sagt, okay, da braucht man jetzt einen Flügel-Hardpoint, wo man die ranbauen kann. Man kann aber auch, wenn man jetzt keine festen Waffen benutzen will, sogenannte Gimbals oder Gimbal Mounts benutzen, die man auf den Hardpoint raufflanscht und die Waffe dann dranhängt. Da haben wir jetzt so ein, das muss man sich vorstellen, wie bewegte Waffen bei einem modernen Helikopter. Dann kann ich die mit dem Blick des Piloten oder mit der Mausbewegung ins Ziel bringen und kann die Waffen bewegen. Allerdings, bei den meisten Gimbal Mounts ist es so, dass wir da einen Größenpunkt verlieren. Hat der Hardpoint vorher die Größe 3, baue ich den Gimbal Mount drauf, habe ich nur noch bis Größe 2 als Waffenauswahlmöglichkeit. Genau, also da müsst ihr dann gucken, dass ihr unter Umständen eben weniger Schaden auch macht, also das heißt, kleinere Waffen einsetzen könnt, dafür aber eben eine bewegliche Waffenplattform habt, also ihr habt eine bewegliche Lafette, die sich da raufsetzen lässt und wie man das genau macht an dem Holotable, erklären wir gleich nochmal im Unterpunkt Holotable, aber auf jeden Fall ist das erstmal die grundsätzliche Regelung und dann gibt es aber ein paar kleine Ausnahmen, die wir jetzt auch nochmal erzählen wollen und zwar gerade wo du von einem Angriffshubschrauber gesprochen hast, so der Apache vorne zum Beispiel oder auch der Cobra-Helikopter unten mit seiner beweglichen Frontkanone. Ja, das ist auch bei Star Citizen der Fall. Und zwar gerade, wenn ich als Beispiel jetzt mal einwerfe, die Gladius und die Avenger haben ja diese Kanonen. Ne? Und da ist es eben so, dass das zwar vorne ein Gimbal-Mount ist, es ist aber auch eine spezielle Lafette, die wirklich nur dafür gemacht ist. Und wenn man diese Gatling da vorne anbaut, dann verliert man eben keine Hardpoint-Größe. Das heißt, dann bleibt die Size gleich. Das ist aber eine Spezialkonstruktion, die dann für solche Schiffe wirklich vorgesehen ist. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel, ja quasi jetzt ein Negativbeispiel, wenn man so will. Bei der Vanguard heutzutage, bei der Vanguard Warden ist es so, dass diese 4 Bering-Laser, die vorne in der Schnauze sitzen, diese ominösen NVSA-Laser, die anscheinend eine Sonderanfertigung sind, dass die fest verbaut sind in den Rumpf des Schiffes. Da ist es jetzt höchst unwahrscheinlich, dass da nochmal ein Gimbal für konstruiert wird, um diese Waffen lenkbar zu machen. Da muss man mit leben, dass da dann eine gewisse Einschränkung der Waffen vorherrscht. Wahrscheinlich kann man jetzt noch von anderen Vanguard-Versionen die Frontbewaffnung austauschen, aber auch die werden höchstwahrscheinlich fixed bleiben. Genau, so ist es. So viel also erstmal zu den Hardpoints und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir persönlich ein bisschen eher liegt als Navy-Kommandant und das sind die Türme. Die Türme, der Freund jedes Kommandanten, jedes Kapitäns. Ja. Da gibt es aber eine Riesenvielfalt. Ja? Das ist eine ganze Flora und Fauna, die ist jetzt auch gerade erst im Entstehen begriffen. Wunderschön, ne? Die ist gerade erst im Entstehen, die ist noch am Anfang ihrer Evolution. Da wird es ganz, ganz viele Versionen geben, auch verschiedene Versionen für das gleiche Schiff. Es ist so, wir fangen mal bei dem kleinsten vorstellbaren Turm an. Da gibt es diesen Kanner-Turm, das ist so ein kleiner Turm, der bei der Super Hornet drunter sitzt oder auch bei der F7A Militär Hornet verbaubar ist oder bei allen Hornet-Versionen ansetzbar ist. Bei der Mustang kennen wir den auch schon, ja, die Mustang Delta hat den beispielsweise. Ein Zwillingsturm, der sich vom Piloten steuern lässt, wo wir aus einem Dreier-Hardpoint 2 Size 1 Waffen machen können, die Gimbals sind.
Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Dieser Turm ist dann steuerbar vom Piloten und abfeuerbar. Genau. Zählt also quasi in die Kategorie der unbemannten Türme hinein. Und aber unbemannte Türme heißt nicht unbedingt, dass sie auch wirklich nicht von einem anderen Spieler gesteuert werden können. Da gibt es nämlich ein schönes Beispiel. Das ist der Ball Turret an der Super Hornet. Da kann sich jetzt der Rio, der da hinten sitzt, schon sozusagen in die Kamera des Ball Turret reinbegeben und den also auch steuern, obwohl er selbst in dem Turm nicht drin sitzt. Ne? Das ist dann eine andere Kategorie, genau, unbemannter Turm. Da haben wir dann zwei, bei der Hornet jetzt zwei Size 2 Waffen obendrauf. Der Co-Pilot sieht durch die Kamera die Optik des Turmsystems und er kann es steuern, genauso wie der Pilot kann es steuern. Jetzt kommen wir zur spannenderen Kategorie für Sawyer wahrscheinlich, die bemannten Türme. Die sind nämlich ganz anders. Genau, die bemannten Türme sind anders. Also erstens sind sie grundsätzlich dafür gedacht und ausgelegt, dass sich mindestens ein Spieler, aber auch ein NPC später dort hineinsetzt und diesen Turm wirklich selbst steuert. Das heißt, er hat ein eigenes Zielinterface dafür, er kann sich unabhängig von der Bewegung des Schiffes auch bewegen und soll eben entsprechend das Schiff dadurch verteidigen können. Da ist es jetzt so, dass wir als Anfang gestellt, momentan an diesen Türmen noch nicht viel machen können. Also wir können sie noch nicht im Holotable wirklich sehen, wir können sie noch nicht auswählen und wir können sie auch noch nicht austauschen. Das wird sich aber später ändern. Das heißt, da wird dann eine sehr große Vielfalt entstehen, denn im Endeffekt ist es so, dass die Türme, die Größe dieser Türme sich von Schiff zu Schiff unterscheidet mit den jeweiligen Turret-Slots, also den jeweiligen Größen, die dort verbaut werden können. Und dass man später dann auch die Hardpoint selbst sozusagen an den Türmen dran mit anderen Waffen bestücken kann. Das heißt, man kann sowohl den ganzen Turm austauschen und gegen etwas anderes ersetzen, was natürlich von der Size her hinkommt, und man kann die Waffen jeweils austauschen und dann sich auch eine große Diversität aufbauen. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel auf. Ja, das geht jetzt schon bei dem unbemannten Turm der Super Hornet. Da gibt es jetzt einen Flash Fire Speciality Mount. Den gibt es auch schon zu kaufen. Ja, da kann ich dann jetzt den Ball Turret rausziehen, kann einen anderen Turm reinsetzen und kriege dann statt zwei bis Size 2 Waffen, habe ich dann eine Fixed Size 4 Waffe. Ist jetzt ein etwas schwieriger Kompromiss, ja, aber da wird, ihr seht jetzt schon, da ist schon ein erster Turm, auch wenn er jetzt unbemannt ist, den man umbelegen kann. Bei der Cutlass ist es so, dass dieser Vierer-Mount-Turm, den man einsetzen kann, dass der beweglich sein soll. Und dann ist auch schon geplant, es soll Vierlingstürme geben. Das ist ein bisschen wie bei Star Wars, wo man dann kleine Waffen ranhängt, die halt schnell ballern zum Beispiel. Zweier-Türme, Einer-Türme. Also da wird es eine ganze Palette geben und man wird dann sich überlegen müssen, okay, mein Schiff hat einen Turmslot-Größe, der Größe so und so viel. Welche Türme passen da rein? Also auch das ist sehr, sehr modular. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Turm, der, glaube ich, jedem Navy-Offizier eine gewisse Freude bereiten würde. Absolut, ja, Herzenswärme strahlt er aus. Das sind die sogenannten Point-Defense-Systeme. Davon haben wir im Spiel jetzt noch keine gesehen, sie sind nur angekündigt. Das sind vollständig automatisierte Abwehrwaffen. Die sind insbesondere dafür da, später Torpedos und Raketen abzuwehren, die auf das Schiff kommen, auch vielleicht den Kampf gegen Jäger aufzunehmen, aber vor allem eben das Schiff automatisiert zu verteidigen. Automatisiert bedeutet, sie sind nicht bemannt, sie werden wahrscheinlich auch nicht angesteuert werden über eine Kamera oder ähnliches, sondern sie funktionieren eben, wenn sie aktiviert sind, voll automatisiert. Gutes Beispiel aus der jetzigen Realität ist, glaube ich, Zerstörer der jeweiligen Kriegsflotten der verschiedenen Länder haben die an den Seiten auch schon drauf. Das sind meistens so Gatling-Guns, ne? So Miniguns, ne? Genau. Ultraschnell, das sieht aus wie eine Lichterkette, die dann abgefeuert wird, wo man eigentlich nur einen Strahl erkennt. Und die sind in der Lage, tatsächlich heutzutage schon Düsenjäger und andere Marschflugkörper abzuwehren. Das soll es auch geben. Beispiel ist jetzt hier Constellation Phoenix oder die Jump. Auch größere Schiffe werden das haben. Ich schätze auch mal, dass man manche Schiffe damit einfach nachrüsten kann. Ja. Wahrscheinlich ist es so, dass man die von der Brücke aus dann scharf stellen muss und Freund- und Feinderkennung für die Kanone übernehmen muss. Genau, richtig. Es gibt sogar Schiffe, haben wir nochmal nachgeguckt, die sich sehr darauf verlassen können. Zum Beispiel kann man sie witzigerweise an die Reclaimer ranbauen. Und die dann wiederum wird es als großteilig als automatisiertes Selbstverteidigungssystem nehmen. Also das wäre so ein richtiges Flaggschiff. Ja, richtig. Also Flaggschiff, Flaggkanonenschiff. Ja, genau. Kein Flaggschiff. Aber ihr versteht, was wir meinen. Genau. Da wird es wahrscheinlich möglich sein, Schiffe auszustatten, die man irgendwo hinstellt und dann schirmen die vielleicht einen ganzen Bereich ab für Raketen, also gegen Raketen, Torpedos oder kleinere Jäger. Genau. Sind wir sehr gespannt drauf. Wie gesagt, im Spiel selbst, in der Mechanik kann man es jetzt noch nicht erfahren. Aber du wolltest noch mal ein kurzes Beispiel richtig geben an der Super Hornet, ne? Genau, also machen wir doch mal die ganze Super Hornet auf. Ja? Mhm. Vorne der Cunner Turret, dreier Hardpoint, Cunner dran, zwei Size 1 Waffen, beweglich. Wir haben die Wingtips oder die Wing Hardpoints, Größe 3. Kann ich einen Gimbal ranstecken, habe ich Größe 2 Waffen an den Flügeln.
Auf dem Turm in der Standardversion habe ich 2 Slots der Größe 2. Auch das ist die Standardausführung der Hornet. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich reiße alle Gimbals weg, dann habe ich an den Flügeln Waffen der Größe 3 und ich kann oben den Turm austauschen und kriege dann eine Size 4 Fixed-Waffe ran. Ihr seht, da ist schon ziemlich viel Möglichkeit, den Colored kann ich auch auswechseln und stattdessen auch eine schwere Waffe ranbauen. Mit Gimbal, ja, jetzt wird es richtig schwierig für euch, mit einem Gimbal-Mount kann ich die Größe 2 ranbauen, wenn ich es ganz abreiße, also auch keinen Gimbal ranbaue, kann ich Size 3 auch nochmal ranstecken. Okay, also im Zweifel spult hier nochmal kurz zurück und hört es euch noch 2-mal an. Ich werde das in jedem Fall machen, das ist tatsächlich eine echte Wissenschaft. Gerade die armen Jägerpiloten müssen sich da ziemlich rumschlagen, glaube ich. Da hat auch jeder seinen eigenen Geschmack. Ja. Ja, der eine Joystickflieger schwört auf feste Waffen, der andere Joystickflieger auf bewegliche. Mhm. Die Mausspieler auch, da gibt es auch Riesenunterschiede, wer wie fliegt. Manche sagen, die größten Waffen sind die besten Waffen, die anderen sagen, die schnellsten und beweglichsten Waffen sind die besten. Mhm. Das ist wirklich eine große Wissenschaft und das hängt auch davon ab, wie viel Erfahrung man hat als Spieler und was für eine Eigenschaften als Spieler man hat. Genau, das werden wir dann auch in bestimmten Tutorials für euch ein bisschen rauskehren, zumindest eben, was wir so als Fazit gezogen haben. Und die Zeit geht weiter. Genau, und daraus geht es dann nämlich jetzt direkt in die letzte Kategorie hier und das ist der Holotable. Und da stellen wir uns als allererstes mal die Frage, abgesehen davon, wie man ihn bedient, wo kriege ich eigentlich die anderen Waffen her? Ganz wichtig, viele Leute wissen das nicht und finden das nicht. Es gibt 2 spezielle Stores. Es gibt den Electronic Aces Store, da kann ich Waffen ausleihen gegen Spielgeld, was ich im Spiel im Spectrum Match heißt es, spielen kann. Das heißt im Vandal Swarm Koop Modus oder Battle Royale oder Squadron Battle kriege ich Racks gut geschrieben, je nach meiner Leistung. Diese Racks kann ich benutzen, um in dem Electronic Aces Store die Waffen auszuleihen. Dann habe ich sie eine gewisse Zeitspanne und danach verschwinden diese Waffen wieder. Mhm. Wenn ich sie ausleihe, finde ich sie dann direkt auf meinem Holo-Table. Ja, so ist es. Und dann gibt es noch die zweite Variante. Dann kommt die zweite Variante, das ist der Voyager Direct. Warum der jetzt so heißt, der Store, weiß ich nicht. Aber auf diesem Store könnt ihr gegen UECs, gegen Geld, was ihr vorher wirklich auf der MSI-Seite kauft, UECs kauft ihr mit PayPal, Kreditkarte, dann könnt ihr in dem Store jetzt schon Waffen einkaufen, die dann permanent bleiben und auch später im Spiel euch zur Verfügung stehen. Mhm. Achtung, diese Waffen, die ihr dort kauft, die sind natürlich alle noch einem sehr, sehr großen Balancing-Prozess unterworfen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Waffen auch morgen noch so sind. Mein Tipp auf jeden Fall ist, leiht sie vorher aus, guckt, ob diese Art von Waffe euch liegt, ob die Geschwindigkeit, ob die ungefähre Eigenschaften, ja, also die Charakteristika dieser Waffe euch überhaupt zusagen. Leiht sie erst aus und dann kauft sie. Ganz wichtig dabei ist nämlich auch, ihr könnt diese Waffen nicht tauschen oder zum jetzigen Zeitpunkt wieder zurückgeben. Genau. Kleine Info übrigens zu dem Voyager Direct. Ich kann dir übrigens sagen, warum der so heißt, weil der Voyager Direct ist wirklich eine Ingame-Firma. Ihr müsst euch so vorstellen, das sind eigentlich so Shops, die man so aus Flughäfen kennt. Tankstellen. Wo man dann so, wo man in Flughäfen nochmal den letzten Repeater mitnimmt. Ja, genau, den letzten Repeater mitnimmt, also quasi die letzten Comics kauft oder was, eine Flasche Wasser. Sowas soll der Voyager Direct in Zukunft sein. Und der hat halt jetzt auch den ganzen Kram mit den ganzen Ingame-Sachen, wie eben diese Waffen. Und daher auch nochmal ein kleines Vorsicht, denn der Voyager Direct befindet sich jetzt momentan auf der RSI-Seite, wird aber mit dem Shopping-Update dann in das PU verschoben. Das heißt, der wird dann auf jeden Fall nach A-Corp gebracht und dann ist es noch nicht klar, ob ihr da wirklich nur mit den mit Echtgeld gekauften UECs einkaufen könnt oder ob ihr da auch für Rex was ausleihen könnt. Von daher wartet auf jeden Fall das noch ab, bevor ihr jetzt wirklich richtig zuschlagt und euch da voll kauft. Denn es kann sein, dass ihr das in ein paar Wochen direkt im A-Corp kaufen könnt für RECs, die ihr euch vorher erspielt habt, im Mini-PU. Also von daher, Vorsicht. Ich stelle mir gerade so einen riesigen Bering-Laser für eine Conny in so einem Plastikblister vor. In seiner Staffelage als Sonderangebot im Sale. Och, nehme ich doch noch mit, wenn ich jetzt schon nach Seoul reise. Genau so, ja. Sehr witzig auf jeden Fall. Aber das ist der Sinn von dem ganzen Laden. Und von daher gehen wir jetzt mal direkt in den Holotable. Das heißt, hier geht es jetzt nochmal darum, wie baut ihr eigentlich Sachen an und ab. Oben habt ihr einen Slider, ja, oder habt ihr die verschiedenen Registerkarten. Da könnt ihr dann, wenn ihr den Holotable aufgemacht habt, das Schiff wählen, die Waffen auswählen, die Munition auswählen. Dann ist auch Triebwerke drin, da sind eine ganze Schilde sind auch drin. Viele Funktionen funktionieren zur jetzigen Zeit gerade nicht. Ja, das ist komplett in der Überarbeitung. Aber ihr könnt bei Schiffen jetzt schon das Schiff auswählen, es in die Mitte ziehen und dann den Reiter Weapons aufrufen.
Bei Weapons habt ihr dann auf der rechten Seite, seht ihr die ganzen Waffen, die möglich sind von der Ausstattung her. Ihr findet da auch die kleinen Gimbal Mounts, wenn ihr jetzt Hardpoints ausstatten wollt. Und ihr könnt sogar, wenn ihr dann mit der Maus über die Waffe fahrt, wenn ihr drauf bleibt, auf der linken Seite schon die ein paar Angaben zu den Stats sehen. Wobei man sagen muss, es ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Werte, die alle eine Rolle spielen. Auch das ist gerade erst übernommen worden und da wird es noch wesentlich mehr Informationen geben, die man auslesen kann. Wenn ihr jetzt so eine Waffe einbauen wollt, ja, dann müsst ihr das Schiff hinlegen und an dem entsprechenden Hardpoint die Waffe, die eingebaut ist, wegziehen oder eine andere Waffe auf diese Waffe raufziehen. Ganz wichtig, ihr seht diesen grünen Kreis, ja, wenn ihr da keine Waffe drauf habt, unter Umständen versteckt sich darunter auch noch der Gimbal Mount. Deswegen nicht wundern, wenn ihr an den Flügel einer Size, an einem Size 3 Hardpoint, an einem Flügel zum Beispiel nur eine Size 2 Waffe rankriegt, da könnte es sein, dass der Gimbal Mount noch zwischenhängt. Genau. Also von daher ganz einfacher Ablauf. Ihr zieht das Schiff in die Mitte, legt es euch so hin. Das kommt dann erstmal in der Standardausstattung bzw. der letzten, wie ihr es ausgestattet habt. Was ihr dann macht, ist, ihr nehmt die beiden Waffen weg. Ist jetzt für den Anfang am einfachsten. Nehmt die beiden Waffen weg. Guckt danach, ob da noch Gimbal Mounts drunter versteckt sind. Wenn ja, nehmt die auch nochmal weg. Und dann könnt ihr euch entscheiden, so, setze ich jetzt an den Size 3 Hardpoint eine Size 3 Waffe ran. Ist dann fixed. Also das heißt, die bleibt gerade ausgerichtet. Oder packe ich vielleicht die Gimbals wieder ran und setze dafür eben nur eine Size 2 Waffe daran, je nachdem, was ich spielen möchte. Eine kleine Empfehlung, lasst euch von den Werten auf der linken Seite nicht so sehr ablenken, das ist wirklich nur am Anfang jetzt gerade integriert worden. Entscheidend ist da vielleicht der Speed, ja, das ist die Geschossgeschwindigkeit, da könnt ihr vergleichen, haben meine Waffen einen ähnlichen Bereich, dann könnt ihr auch sicher sein, dass die Pips zusammenrutschen. Mhm. Das ist vielleicht wichtig und dann könnt ihr euch noch überlegen, die Range der Waffe euch anschauen, ist es für mich wichtig, 4,5-5 Kilometer zu schaffen oder reicht es mir nicht, weil ich eh ein Anfänger bin gerade und auf Entfernung noch Probleme habe, im 2-Kilometer-Bereich zu treffen. Genau. Jetzt nochmal wirklich ein kleines Kabel, wie die Juristen sagen, also ein bisschen Vorsicht, denn der Holotable ist tatsächlich noch in der vollständigen Entwicklung. Ja, das heißt, da wird es immer wieder Update geben, der hat sich jetzt auch gerade in den letzten Monaten stark verändert. Er ist immer noch nicht perfekt, also er ist weit davon entfernt, um ehrlich zu sein, dass er richtig perfekt ist, wird unter Umständen nicht mal das endgültige Interface bleiben, wie dann später die Schiffe ausgestattet werden, sondern da wird jetzt noch viel dran verändert. Es gibt auch viele Fehler, die dort auftauchen können. Also, ich sage mal so, es passiert, dass ihr Waffen ranbaut und ins Spiel startet und merkt, Munition wurde nicht mitgeliefert. Das ist ja ärgerlich. Es tauchen Waffen zum Teil nicht richtig auf oder bleiben auch nicht dran erhalten. Wir haben da einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr merkt, ihr habt nur noch Probleme mit dem Holotable, dann geht mal in die Options und seht zu, dass ihr dort euer Tastatur-Settings speichern könnt. Die werden in der XML-Datei in eurem User-Folder abgelegt. Diese einmal speichern, die Tastatur-Settings, dann in das Star Citizen-System reingehen, sozusagen in den Systemordner und euren User-Ordner löschen, nachdem ihr die Tastatur-Settings rauskopiert habt. Und er wird bei jedem Spiel neu generiert. Manchmal oder in der Regel die gröbsten Fehler lassen sich dadurch beheben. Ist erhöht die Spielgesundheit, sage ich jetzt mal. Ja, ich mache das regelmäßig. Ist halt so, danach fummel ich mit der Steuerung rum, importiere die Steuerung wieder, dann läuft's wieder und dann ist die Munition auch wieder in den Waffen drin. Genau. Eigentlich sollte es so sein, dass wenn man eine Waffe ausrüstet, den Holotable schließt, dass sie automatisch aufmunitioniert wird. Ja, richtig. Also von daher, probiert damit ein bisschen aus. Ihr habt jetzt mit dem Einsteiger-Guide hier ein paar Hinweise bekommen, um da ein bisschen hin und her zu testen. Gebt es auch an andere Leute raus, die sich selber fragen, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Kram oder was ist hier eigentlich was? Und ansonsten schaut euch nochmal um. In der nächsten Zeit werden wir Tutorials dazu machen, um dann spezifischer auf unsere eigenen Setups oder eben auch auf spezifische Waffengruppen einzugehen und das zu erzählen. Und natürlich um Raketen und Ähnliches zu behandeln. Das kommt natürlich auch noch. Ja, ansonsten erstmal vielen Dank dir, dass du hier so tatsächlich kräftig unterstützt hast. Das ist nämlich ein Wahnsinnsthema. Ja, war ein komplexes Thema. Jetzt habe ich auch länger doziert. Ist ein längeres Video geworden, aber ich schätze, ist es trotzdem hilfreich. Genau. Also in jedem Fall vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst uns nicht zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Das hält euch up to date und uns hilft es sehr, sehr weiter. Ansonsten kommentiert, stellt Fragen. Wir versuchen sie so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Wir freuen uns über eure Likes und eure Dislikes und wenn ihr das Video teilt. Und wenn ihr ganz besonderes großer Fan von uns seid und sagt, ihr, das, was ihr macht, finden wir super. Wir wollen euch gerne dafür unterstützen, dann schaut doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das würde uns sehr freuen. Gut, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir das Video jetzt hier mal und Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!